So, ich hatte euch ja versprochen, euch noch eine besondere Methode zu zeigen, wie man Sauerstoff erzeugt für den Galactic Craft. Es ist ja so, dass Sauerstoff normalerweise von Bäumen erzeugt wird. Und ja, diese Bäume halt auf dem Mond oder so, auf dem Mars irgendwie seltener sind. Man muss die dann da pflanzen oder solche Räume halt bauen, wo dann eben Bäume drin wachsen, damit man Sauerstoff hat. Das ist aufwendig und es gibt also eine Möglichkeit, das ganz anders zu machen. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal so ganz grob. Ist das hier eine Energieleitung? Es sieht so aus. Ich stelle hier oben auf diese Energieleitung einfach mal so ein Ding drauf. Nicht drauf, an die Seite. So, und ihr seht, das ist ein Oxygen-Kollektor. Der hat im Augenblick keine Energie. Insofern passiert hier natürlich nichts. Und dieser Sauerstoffkollektor gibt seinen Sauerstoff, wenn er ihn da hat, hier theoretisch ab an ein entsprechendes, sagen wir, einen Oxygenkompressor. Dann brauche ich hier mal einfach mein Leben. Und theoretisch würde es jetzt so sein, wenn man hier auch noch Strom drauf gibt, dann kommt der Sauerstoff von dem Sammler hier an und man kann ihn dann hier in Tanks sozusagen verpacken und diese Tanks hat man dann auf dem Rücken, wenn man im Weltall rumläuft. Soweit zu diesen Maschinen vom Prinzip her. Und jetzt werde ich euch da mal einen kleinen Schmanker bereiten und zwar habe ich hier so einen, na, muss ich das erstmal hier so ein bisschen umbauen, das geht das nicht. Hier habe ich so einen Oxygenkompressor. Der hat jetzt alles, was man dafür braucht. Der hat also genug Sauerstoff und bekommt auch genug rein, weil der hier hinten an diese Mechanismenvariante angeschlossen ist. Zu der hatte ich ja schon mal was berichtet. Also hier wird sozusagen Sauerstoff produziert, indem man aus dem Wasser über Elektrolyse Sauerstoff und Wasserstoff macht. Naja, und der Sauerstoff, der wird dann hier reingepumpt und ist dann eben verfügbar. Das Ganze landet, wenn also sozusagen hier die Geschichte voll ist, hier so ein Tank, landet das hier bei mir in dieser Chest. Und diese Chest, naja, das ist eben meine Versorgung für unterwegs. So, diese Chest wird auch noch hier oben bedient durch einen Extraktor, also hier durch einen Item Conduit mit einem Filter. Der Filter sagt, bitteschön, nimm nur leere Tanks daraus. Oder nimm alle Tanks daraus, bis auf die vollen. Sagen wir, so ist das hier, blacklisted. Nimm alle Tanks daraus, außer die vollen. Ja. Und ja, die landen dann hier drin. Und wenn die dann gefüllt sind, dann landen sie dann eben hier unten wieder in der Truhe. So ein kleiner Kreislauf, der gar nichts anderes macht, als einfach nur das Ding versorgen. Denn hier unten werden die dann whitelisted, wird rausgesaugt, nur die vollen. Und die landen dann eben hier oben drin. So. Also das ist wie gesagt ein kleiner Kreislauf, der ist völlig unproblematisch. Könnt ihr direkt sehen, so quasi hier, ne, also einmal im Kreis rum. Ja, und das ist aber nicht der eigentliche Trick, den ich euch zeigen wollte, sondern ich wollte euch einen anderen Trick zeigen. Nämlich, ich habe ja wie gesagt diesen Oxygenkollektor hier. Der stellt sich dummerweise mal wieder so hin, dass er hier Strom haben will. Aber das macht ja nichts. Wir drehen den einfach mit der. Mit der Wrench ganz so lange rumdrehen, bis er dann hier die richtige Seite dran hat. Und dann hat er natürlich noch gar nichts, aber wenn wir jetzt ein bisschen Strom holen würden, das tun wir jetzt. Da werden wir ein bisschen Strom dran packen. Wenn ich denn an meine Sachen dran käme. Okay, es dauert ein bisschen, macht ja nichts. Das heißt, wir werden jetzt hier den Strom anschließen. Und dann werdet ihr den Effekt sofort erkennen, weil das sofort geht. Genau, direkt mal auf die Maschine klicken. Guck mal hier, jetzt geht das direkt los. Der produziert sofort Sauerstoff und schickt den auch nach draußen raus, nämlich hier in diese Pipe zu diesem Oxygenkompressor. Das heißt, im Grunde habe ich jetzt zwei unabhängige Sauerstoffproduzenten, einen Kompressor und dann eben meinen Kreislauf, wo ich das
sozusagen abholen kann, wenn ich da unterwegs bin. Das kann ich ja jederzeit hier über diese Enderpush abfragen. Und wenn hier einer leer ist oder halb leer ist, dann wird er eben rausgesaugt, landet in diesem Kompressor hier unten, wird gefüllt und landet dann wieder in der Endertruhe, um dann eben hier zu sein. So, der Trick an dieser Geschichte ist einfach, man hat so einen Kompressor jetzt hier, also einen Oxygenkollektor, den hat man jetzt einfach hier in der normalen Welt stehen. Einfach irgendwo hinstellen, ein bisschen Strom dran, so einen netten Kreislauf bauen mit dem Kompressor, wie ich das hier gebaut habe. Leitung dran und gut. Das hier ist zum Beispiel so eine Oxygenpipe, die heißt eben so, ne, die braucht man halt für sowas, damit die sich überhaupt ordentlich verbinden. Und dann war es das. Das heißt, ihr habt dann theoretisch im Weltall überall so ein, ja, so eine Sauerstoffmenge, die ihr braucht. Und ich zeige euch jetzt noch mal etwas dazu. Dazu muss ich aber noch mal eben zu meiner Base zurück, um da den entsprechenden Sprung machen zu können, nämlich hier hin. So, jetzt setzen wir uns da drauf, gehen in unsere ISS, die wir ja im Weltraum haben. Und da zeige ich euch jetzt noch einen kleinen Schmankerl oben drauf. Ja, genau, jetzt habe ich hier meine ganzen Sachen nicht an. Jetzt muss ich mal ganz schnell zusehen, dass ich meine Sachen angezogen kriege. Und auch einen, sonst sterbe ich nämlich. Und das wäre nicht so nett. So, sollen wir mal sehen, dass wir das alles hier quasi haben. Und schon ist mein Leben gesichert. Alles gut. So, was wollte ich euch zeigen? Hier draußen ist jetzt hier unten drunter diese Achterbahn natürlich, die kennt ihr ja vielleicht. Aber in dieser Achterbahn, ihr seht das, ich versuche das mal ein bisschen besser zu zeigen, indem ich an dem Mond vorbeifliege da hinten. Ihr seht zum Beispiel, der Mond jetzt, der bekommt so eine, das ist so eine Kugel, eine schwarze Kugel, die hier ist. So, mal gucken, dass wir das nochmal zeigen vielleicht. Also die, das ist so eine Kugel, die wird erzeugt, das ist eine Sauerstoffkugel, da ist Sauerstoff drin. Die wird erzeugt von diesem Teil, was da vorne ist, wenn ich da mal hinkäme. Nein, ich will nicht weggeblasen werden, ich will hier bleiben. Ihr seht, also hier ist so ein Tank, ein Endertank. Das werden wir also auch nochmal bezeichnen und uns genauer angucken. Und dieses Ding, ja, ist klar, das hier, ja, ist ja gut. Das hier ist ein Oxygen-Bubble-Distributor. Und daneben ist so ein Rotary-Kondensator, der sozusagen aus dem Sauerstoff, der hier rankommt, ja, den Sauerstoff eben herstellt, dass er eben von diesem Bubble-Distributor verarbeitet werden kann. Das heißt, wir haben dann eine Gegend, wo Sauerstoff ist. Da können wir frei drin, in dieser Kugel, ich zeige dir mal vom Weiten, in dieser Kugel hier, wie ihr seht, kann man so frei atmen und solche Kugeln kann man natürlich ziemlich viele haben, je nachdem, wie viel Sauerstoff man hat. Naja, und ich würde mal sagen, das ist eine coole Geschichte. Denn auf die Art und Weise kann man sich jetzt im Weltall auch dann ohne großartigen Raumanzug aufhalten. Ja, ist ja gut. Jetzt bin ich in meinem Kart drin gelandet. Jetzt werde ich wahrscheinlich irgendwo landen. Keine Ahnung. Ja. Wenn wir schon mal den Spaß haben, dann kann ich mich jetzt hier selber nicht sehen. Ach ne, F5 muss ich dazu drücken. So. Okay, also fliege ich jetzt mal rum hier, mal schauen, wie weit denn meine Technik gediehen ist. Ich glaube irgendwie, ja. Das war jetzt nicht geplant, aber quasi als Abspann. Wenn ihr dieses Video gut findet, dann solltet ihr das liken. Also natürlich den Kanal abonnieren, dann seht ihr auch immer mal wieder, was so Neues auf euch zukommt. Jetzt gibt es einen Jump and Run mit einem Minecart. Ja, ich verbrenne, ist auch klar. Und jetzt geht es hier wieder runter, geblasen und zupp. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Das Kart läuft da oben drauf und ich gehe jetzt zurück wieder zur Erde. Und werde dann versuchen, da mich zu verdrücken. Wenn ich dann irgendwo wäre, genau. So, stehe ich wieder hier in meiner Welt. Und ja, wie gesagt, abonnieren, liken ist eine Geschichte. Dann könnt ihr gerne auch mitmachen hier auf dem Server. Und zwar
gibt es da ein paar Bedingungen, so eine Art Regeln, die man sich halten sollte, ganz normale Sachen. Und dann kann eigentlich jeder hier mitmachen. Bei MyFDP ist das ja so, dass die Leute also alle ihre eigene Map haben. Und wir haben aber extra eine Map gebaut, also so eine Void-Welt, in der dann eben auch jeder mitmachen kann, der sich halbwegs vernünftig verhält. Und könnt ihr gerne machen. Ansonsten immer wieder abends, fast eigentlich täglich, www.twitch.tv/pyramidalist. Da bin ich dann on und die ganze Community versammelt sich da und dann können wir das ein oder andere Problem wälzen, wenn es da welche gibt, und wir finden eine Lösung, entweder ich oder Leute in der Community. Da gibt es immer welche, die auch mal was mehr wissen als ich oder was anderes wissen. Eigentlich nicht falsch. So, das wird demnächst mal ein Studio. Das zeige ich euch dann auch noch, wie das demnächst funktioniert hier. Ist noch nicht ganz fertig, werden wir noch bauen. Und dann mache ich auch dazu natürlich wieder Tutorial, ist klar. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem der älteren Tutorials, in einem der neuen Tutorials, in den Twitch-Streams. Und ansonsten baut schön und seid friedlich. Bis dann. Ciao.